Das heutige Infovideo hat folgende Themen. Jetzt mit Sprachaufnahmen. Flashcards Info bekommt eine Stimme. Gateway 3DS. Wie geht's mit der 3DS Flashkarte auf meinem Kanal weiter? Klassiker. Hier werden die Vorgänge der Flashkarten, wie wir sie kennen, beleuchtet. Partnerkanal. Warum gibt's zu einigen Themen keine Videos? Abo-Specials. Wo bleibt das 100 Abonnenten-Abo-Special? Kamera. Warum gab's das letzte Video nur in 480p? Und kommen wir zum letzten Thema. Website, was ist mit der Domain los? Jetzt ist es doch mal passiert. Dies ist das erste Video auf diesem Kanal, in dem ich rede. In der Zukunft werden so ziemlich alle Videos auf diesem Kanal vertont sein. Und ich werde auch noch ein paar alte Videos neu hochladen und neu vertonen, damit sie auch verständlicher sind. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Gateway 3DS. Wie ihr sicherlich wisst, ist die Karte nun mit der Firmware 4.5.0-10 kompatibel. Und da mein 3DS schon auf 6.1.0-12 ist, muss ich dann auch an der Lösung arbeiten. Außerdem habe ich auch leider kein Review-Beispiel bekommen und muss mir dafür auch noch eine Lösung ausdenken. Ich konnte trotzdem schon ein Video machen, weil man den Updater auch mit normalen Flashkarten abspielen kann. Es ist genauso, als ob man den mit der blauen Gateway-Karte ausführen würde. Und es ist halt eigentlich nur eine ganz normale NDS-Anwendung. Ich werde auch eine neue Kategorie aufmachen, und zwar die Flashkarten-Klassiker. Da werde ich früher Slot-1-Karten und Slot-2-Karten vorstellen. Ich habe mir auch schon ein paar in Schweden bei Shot01 Media bestellt. Die sind halt in Europa, aber haben eine viel größere Auswahl als erwartet. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Und neben den Klassikern der Flashkarten werden auch Software-Tutorials für alte Flashkarten wie zum Beispiel DLDI-Patching oder sowas kommen. Ich werde diese Videos hochladen, wenn sie gerade passen und ich nicht irgendwas Aktuelles habe oder irgendein wichtiges Video nicht noch vorschieben möchte. Vielleicht ist euch ja schon aufgefallen, dass ich Videos wie zum Beispiel ein Installationstutorial zur R4i von R4iDS.cn noch nicht hochgeladen habe. Das liegt daran, dass ich einen Partnerkanal habe, der da schon ein Video hochgeladen hat, und zwar der Zocker.de. Ich kann natürlich Fragen in den Bereichen beantworten, aber ich werde auch öfter mal zu dem anderen Kanal linken. Und wenn ihr noch Fragen habt zur Ace 3DS Plus, die habe ich jetzt auch, aber ich kann da kein Video zu machen, weil der Zocker.de das eben schon alles abgedeckt hat. Kommen wir zu den Abo-Specials. Ihr wisst ja, dass ich bei 50 Abonnenten ein Special gemacht habe. Und einige von euch wissen auch, dass ich bei 101 machen wollte. Aber daraus ist ja nichts geworden, weil ich halt das 50er erst beendet habe, als ich schon fast 100 hatte. Weil das irgendwie an einem Tag habe ich 50 Abonnenten oder sowas dazu bekommen. Und deswegen kommt das nächste Abo-Special wahrscheinlich erst bei 250 Abonnenten. Wie einigen von euch sicherlich aufgefallen ist, habe ich das letzte Video, das zur Gateway 3DS, warum die nicht auf neueren 3DS-Firmware funktioniert, einer schlechteren Kamera als meine normalen aufgenommen. Und das habe ich auch nur in 480p hochgeladen, zumindest erstmal. Muss ich dann aber nochmal neu hochladen, weil es nicht in 16:9 war. Und deswegen habe ich es dann nochmal in 720p hochgeladen. Das Problem ist, dass meine normale Kamera kaputt ist. Also die hat ein Problem mit dem SD-Kartenlaufwerk. Deswegen werde ich jetzt Probleme haben, an viele Full-HD-Videos hochzuladen. Aber ich werde trotzdem versuchen, die Qualität, die ich momentan hatte, beizubehalten. Dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt unserer Liste für heute. Einige von euch haben sicherlich bemerkt, dass meine Domain in den letzten Wochen oder Monaten recht oft ihre Domain gewechselt hat. Erstmal war es ja flashcards.info.ms, dann war es nochmal r4i.de.vu und jetzt ist es flashkarten.de.vu. Dass ich das erste Mal die Domain gewechselt habe, das lag daran, dass die Leute, bei denen ich die Domain hatte, die haben einfach aufgehört sozusagen. Daraufhin musste ich erstmal eine Ersatzdomain nehmen, die ich schon vorher hatte. Und die hat nicht genau zu der Website gepasst, weil es dabei ja nicht nur um R4-Karten, sondern auch um normale Flashkarten geht. Und deswegen musste ich dann die Domain nochmal ändern in flashkarten.de.vu. Und das war auch schon das erste Video, in dem ich rede. Normalerweise mache ich ja ungern Infovideos, aber in diesem Fall habe ich mal eine Ausnahme gemacht, weil es so viele Punkte gab.